Verzückung. Höhere spirituelle Erfahrungen. Heute möchte ich sprechen über Verzückung. Verzückung hat viele Bedeutungen. Heute wird es manchmal etwas banalisiert. Aber Verzückung ist eigentlich die Bezeichnung für einen Zustand hoher spiritueller Berührtheit. Angenommen, du meditierst. Zunächst wirst du damit üben müssen, dass du die Knie entspannt hältst, dass der Rücken sich gut fühlt und so weiter, dass der Körper sich angenehm anfühlt. Dann wirst du daran arbeiten, dass dein Atem ruhig geht. Dann wirst du dich darum bemühen, konzentriert zu sein in der Meditation. Dein Geist wird wandern, er wird mal müder sein, mal aktiver sein, du wirst alles Mögliche überlegen, zwischendurch wirst du mal ruhiger werden. Aber in dem Moment, wo der Geist ganz ruhig wird, im Yoga würden wir sagen, wenn der Geist in den Dhyana-Zustand geht, wo also du absorbiert bist in der Konzentration, dann entsteht Verzückung in deinem Geist. In dem Moment kommen höhere Freudeerlebnisse, wunderbare Wonneerlebnisse, wunderbare Verzückung, Ekstase, Euphorie, wie auch immer man das ausdrücken will. Tiefes Berührtsein. Wenn du diese Verzückung in der Meditation erfahren hast, dann kommst du raus mit Energie und Freude. Du strahlst über beide Ohren und mit großer Freude gehst du all das an, was dann anzugehen ist. Also Verzückung. Oder auch, du siehst einen Menschen. Gut, ein Verliebtheitsgefühl ist auch oft eine Verzückung dabei. In diesem Verliebtheitsgefühl, das mit Verzückung verbunden ist, leuchtet auch ein Göttliches auf. Diese grenzenlose Freude, diese grenzenlose Verzückung, die auch im Verliebtsein ist, ist nicht wirklich dieser Mensch, sondern in dieser Energieverbindung mit dem Mensch leuchtet ein Göttliches auf. Verzückung. Oder auch, du siehst unendliche Schönheit. Du stehst auf einem Berg und schaust runter ins Tal. Da ist vielleicht etwas Nebel und da ist irgendwo ein Sonnenaufgang. Verzückung. Da leuchtet ein Göttliches auf. Lass dich immer wieder verzücken. Lass dich berühren. Yogis würden sagen, die Tiefe deines Wesens ist Ananda. Ananda kann man übersetzen als Freude, aus Seligkeit, als Wonne, als Glückseligkeit. Aber wenn diese aufleuchtet, dann ist dort Verzückung. Natürlich, man darf auch nicht bei Verzückungserlebnissen bleiben. Denn Verzückung kommt, Verzückung geht. Manchmal, wenn du in der Meditation so wunderschöne Erfahrungen hattest, es gibt sogar Menschen, die danach reizbar werden, denn sie wollen diese schöne Erfahrung haben und dann irgendwo ist dann ganz banal. Vielleicht teilen sie sogar dir eine Erfahrung und der andere versteht sie nicht. Und so kann Verzückung kommen und kann gehen, aber sie inspiriert und gibt Energie. Es gibt noch etwas, was jenseits dieser Verzückung ist. Und das ist die reine Freude, reines Ananda. Das ist jenseits von Höhen und Tiefen. Verzückung ist eine Widerspiegelung von Ananda. Aber du bist noch jenseits dessen. So hat Buddha immer wieder betont, man soll auch nicht bei Verzückungserlebnissen bleiben. Der Buddha hat sogar verschiedene Ebenen der Verzückung beschrieben. Mindestens gibt es Texte, die das so ausdrücken und die dem Buddha zugeschrieben werden. Und sagt immer, letztlich geht es um Nirvana, um Shunyata. Leer zu werden von allem Begrenzten. Das zu gehen, was über alles hinausgeht. Aber mach dir darüber zunächst mal nicht so viel Gedanken. Freue dich über jede Freude, die du in der Meditation hast. Freue dich über jede Verzückung, die du hast und jede Entzückung, die du hast, wenn du mit einem Menschen zusammen bist. Lass dich verzücken von der Schönheit des Lebens. Das ist auch Mystik. Das ist auch Spiritualität.